Hallo, in diesem Video fasse ich das 100k Abos Community Event zusammen. Und das war ungelogen das schlimmste Community Event bisher überhaupt. Und die Leute konnten nicht mal was dafür. Es liegt nicht an den Leuten. Die Leute haben sich überwiegend an die Regeln gehalten. Ich meine, hier und da gab es mal einen Unfall, aber es gab wirklich nichts Gravierendes. Das war voll okay, wie auch schon bei dem Event davor mit Bewerbungsverfahren. Das ist alles wunderbar. Aber die Map... Die Map, ich habe es anscheinend mit dieser Map übertrieben. Ich weiß es nicht. Es ist ganz, ganz kritisch gewesen. Es war so belastend. Das muss man erlebt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Das werdet ihr auch so vom Angucken des Videos nicht nachvollziehen können, wie sich das angefühlt hat. Was das für eine absolute Belastung war. Von der Optik her, vom Video, sieht das alles wunderbar actionreich und spaßig und interessant aus. Definitiv. Aber es hat sich echt nicht gut gespielt, muss ich sagen. Zumindest nicht verglichen mit vorherigen Community-Events. Zum Beispiel konnte man auf dieser Map überhaupt keinen Heli fliegen. Ging nicht. Also, es gab Hunter, 3 Stück. Einen bei einem Team und 2 im anderen. Und gerade wenn man in dem Team war, was 2 Hunter, die sich noch um die Chernobox kümmern müssten, war es sehr, sehr kritisch mit den Chernobox. Aber auch der eine Hunter allein hatte nicht viel zu lachen, denn der wurde gefühlt überall an allen Fronten gebraucht und muss sich natürlich auch noch mit den gegnerischen Huntern rumschlagen. Es ist so oder so unglaublich schwierig, mit dem Hunter das Ende der Runde zu erreichen. Wir haben diese Map bestimmt 3-4 Stunden lang gespielt und ein einziger Hunter, ein einziges Mal kam er durch. Ansonsten ist genau das hier passiert. Anders gesagt, die APCs, gerade die Raketen-APCs, haben die Helis unglaublich stark eingeschränkt. Du konntest mit einem Hunter nicht einmal wirklich tief fliegen, schon warst du am Arsch. Und ich meine, ihr habt das gerade gesehen, die sind nicht mal wirklich tief geflogen, die waren relativ weit oben. Aber die APCs kriegen gute Winkel und vor allem gute Ranges. Und irgendwo auf der Map hockt einer, der kriegt dann den Winkel, der kriegt dann die Range und weg bist du. Und du kannst nicht alle davon gleichzeitig als Pilot im Blick haben. Und selbst wenn du einen APC im Blick hast und angehst, dann sind da noch die anderen. Und es ist selbst dann, wenn du in einem 1 gegen 1 mit Hunter gegen APC bist, deutlich leichter mit dem APC einen fliegenden Hunter zu treffen, als bei der ganzen Deckung mit dem Hunter den APC zu treffen. Das sind alles keine schlechten Piloten, aber die können es vergessen. Es ist halt einfach kaum möglich, da mit dem Hunter lebendig rauszukommen. Und der Hunter ist der größte Spaßfaktor auf der Map. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht so. Es ist ein riesen Clusterfuck. Ich meine, seht euch das an. Diesen Clip hier zum Beispiel. Was will der Hunter da machen? Der checkt doch nicht mal, von wo der unter Feuer genommen wird. Wie soll der darauf noch reagieren? Das ist einfach Game Over. Und wisst ihr, was auch Game Over ist? Wenn das Rape Squad anrückt. Das passiert nämlich, wenn die Helis alle nutzlos auf der Map sind, dass hier 3 Panzer im Konvoi angefahren kommen. Mit dem Auto da noch dazu, auch wenn das nicht wirklich viel Beitrag leistet. Aber es sieht interessant aus. Und dann fahren die straight zum Spawn durch und dann ist es pretty much GG. Das ist wie bei Desert Storm damals. Da kommt eine Horde Panzer angerollt und für die Gegner ist die Sache gelaufen. Oder was meint ihr, soll so ein einzelner APC dagegen jetzt noch machen? Der sitzt da, ungegroupt mit seinem Team, der hat keine Chance. Ich meine, der kriegt sogar noch einen Panzer down, wahrscheinlich weil der angehittet war. Aber es fahren immer noch 2 weitere Panzer bei ihm in den Spawn rein und damit hat sich die Sache dann auch für sein Team erledigt. Die können da nicht mehr viel machen. Und wie gesagt, bei diesem Event sind auch keine inkompetenten Spieler. Das sind durch das Bewerbungsverfahren alles gute Leute. Die haben schnell realisiert, dass es von Vorteil ist, wenn man sich groupt. Guckt euch nur mal den ersten Clip nochmal an, gegen Ende. Da unterm Heli, was da über die Brücke rollt. Das war die allererste Runde auf dieser Map überhaupt. Und da fährt eine Kolonne mit 2 Panzern, einem Raketen-APC, einem normalen APC und so einem Geschützfahrzeug lang. Soll ich dazu noch was sagen? Was willst du machen, wenn da so eine Armee um die Ecke gerollt kommt? Die Gegner müssten dann genauso groupen, aber wenn nur einer von den Gegnern nicht vernünftig mitgroupt, dann ist es schon schwierig. Offensive Aktionen und vor allem offensive Einzelgänge sind da höchst riskant und können ganz schnell mal schief gehen, so wie von Immortal da vorne im APC hier gerade. Und wenn das schief geht, dann hat das eigene Team direkt einen erheblichen Nachteil, denn dann muss das gegnerische Rape Squad nur noch groupen und kann wieder komplett durchmarschieren. Resultat davon, dass das Ganze sich sehr defensiv spielt. Denn offensive Aktionen werden nicht belohnt. Und wenn es sich defensiv spielt und offensive Sachen, wenn überhaupt, nur über die Rape Squads laufen,
dann macht das einfach keinen Spaß. Oder glaubt ihr, dass das besonders viel Spaß macht? Spaß macht es, wenn man irgendwelche offensiven Einzelgänge bringen kann, weil man gut ist und man damit durchkommt und man dann Spaß hat. Aber das war auf dieser Map quasi nicht möglich. Ich meine, seht ihn euch an da unten im Wasser. Erneut, was will er tun? Der stellt fest, dass er von zwei Panzern beschossen wird. Der denkt sich doch auch nur noch, mein Gott, ich habe keinen Bock mehr. Nur was mich persönlich überrascht hat, ist, dass ich im Leben nicht damit gerechnet hätte, dass sich diese Map so belastend spielt, gerade für die Helis, aber auch am Boden mit den Fahrzeugen, und dass kaum Infanteriekämpfe entstehen. Denn Firestorm war ja ein ähnlich großes Battle und das Event hat wunderbar funktioniert. Und das hier so im Vergleich dazu überhaupt nicht. Das ist ja übrigens eines meiner Highlights, das Unterwasser-Box-Battle, da habe ich mich wieder halb tot gelacht. Und das hier war sozusagen der Tiefpunkt des Events. Der Hunter, der, warum auch immer, ich weiß es nicht, auf die Friendly APCs geschossen hat, bevor wir einsteigen konnten, damit erstmal direkt einer von denen raucht und der andere auch angehittet ist. Was bei denen da durch den Kopf ging, ob das Absicht war, ob die sabotieren wollten oder ob die einfach zu retarded waren, um das zu checken, dass die APCs hier zu diesem Team gehören, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall extrem lost. Und zum Dank habe ich dann denen auch noch das Leben gerettet, weil ich mit diesem Raketen-APC den feindlichen Raketen-APC, der da gleich durchs Wasser angepusht kommt, zerstört habe, sodass der Hunter dann noch ein kleines bisschen länger gelebt hat. Langfristig hat es aber auch nichts wirklich geholfen, weil der natürlich auch nicht das Endgame erreicht hat. Nee, der wurde dann noch vom Tschernobok getötet. Wie gesagt, in den ganzen Stunden kam nur ein einziger Hunter durch. Ist schon krass. Und wir haben viele, viele Runden gespielt. Und die Runden haben nicht lang gedauert. Das war eh so ein Problem. Die Runden gingen sehr schnell zu Ende, weil das ja King of the Hill war, also Eroberung, und man da nur Punkte-Limit 150 einstellen konnte. Und das war sehr schnell erreicht, meistens sogar noch während den Fahrzeuggefechten. Und das hat mich dann alles so sehr genervt, dass wir noch eine weitere Map gespielt haben, die auch neu ist, die ich fast fertig erstellt hatte, die ich dann noch ein bisschen abgeändert habe, die eigentlich für das Xbox-Event vorgesehen gewesen wäre. Die habe ich jetzt vorgezogen, einfach weil ich mir dachte, okay, vielleicht macht mir wenigstens diese Map dann vernünftig Spaß. Spoiler, hat sie auch nicht so richtig. Bei diesem Capture gibt es einen Angreifer- und Verteidigerteam. Das Verteidigerteam hält diese Güterbahnhofanlage hier. Und das Angreiferteam muss da möglichst effektiv reinpushen. Dafür haben die Gunship einen B11, das Verteidigerteam hat auch einen B11 und das Verteidigerteam hat noch einen Hunter. Das Angreiferteam hat aber außerdem noch zwei Tschernobox, womit die den Luftraum um das Gunship schützen können. Sodass das Gunship kein Free-Kill für den Hunter oder den B11 ist. Außerdem muss der B11 sehr wahrscheinlich gegen den feindlichen B11 dogfighten, wobei dann wiederum das Gunship wunderbar Luftunterstützung geben kann. Das ist von der grundlegenden Balance her auch gar nicht so schlecht gewesen. Es war auch kein riesen Clusterfuck, so wie die erste Map. Aber es war doch irgendwie nicht so gut wie vorherige Community-Events. Ich kann es schlecht beschreiben. Vom Infanterie-Gameplay war es auf jeden Fall viel besser als die erste Map. Aber es gab sehr, sehr starke Dynamiken mit den Power-Positions auf dieser Map. Gerade beim Infanterie-Gameplay. Und das hat es doch irgendwie ein bisschen AIDS gemacht. Gerade weil ja auch viele Leute jetzt dabei waren, die wie gesagt gut sind, die schnell gecheckt haben, was die Power Positions sind. Und natürlich haben die die dann nicht wieder hergegeben. Ergo wurde auch das hier wieder ein Campfest um die essentielle Power Position. Und das war der Sniper-Spot. Der einzige Spot auf der Map mit einer Heavy-Sniper, den beide Teams einnehmen können, der aber tendenziell für das Verteidigerteam besser gelegen ist. Macht ja auch Sinn, ist ja auch das Verteidigerteam und das Angreiferteam hat viel Scheiß, um die Leute da oben rauszuholen. So zum Beispiel. Aber Gnade dem Angreiferteam Gott, wenn die mal ihren grünen BL verlieren und dann auch noch das Gunship und die Gegner diese Power Position eingenommen haben. Man kriegt die Leute da kaum noch raus. Da muss man dann kreativ werden. Ich hatte zum Beispiel die Idee, dass ich mal einen Tschernobok nehme und dann auf Range da ungelenkte Raketen hinfeuere. Kann man auch ein paar Kills mitmachen, aber ist auch nicht wirklich die Endlösung, denn irgendein Sniper lebt immer noch, wie der Typ, der sich gerade da auf den Tschernobok gestellt hat, schmerzlich erleben musste. Und man gewinnt nun mal nicht jedes Mal am Anfang der Runde den Fahrzeugkampf. Auch wenn man schon einen Vorteil hat mit den Tschernobox, muss man sagen, der grüne B11 hat auf jeden Fall einen Vorteil im Battle gegen den anderen B11. Aber Junge, das kann alles so aus dem Ruder laufen auf dieser Map. Und die Tampas, die haben da nicht mehr viel entgegenzusetzen. Die sind mehr zum Pushen und zum Capturen gedacht.
als jetzt hier groß im Infanteriegefecht und vor allem im Fahrzeuggefecht was reißen zu können. Ja, schwierig, ne? Merkt er selbst. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe mich hier mit der Balance auch etwas verschätzt. Ich wollte eigentlich, dass die Karren die Chernobogs noch ein bisschen mehr unter Druck setzen können mit so offensiven Aktionen. Aber das sind dann doch eher Free-Kills für die Chernobogs, sobald die einmal gespottet sind. Wie die Leiche, die da gerade durch die Luft geflogen ist, schmerzlich bestätigen kann. Die hat auf jeden Fall Bock. Aber von der reinen Ästhetik her gefällt es mir trotzdem ganz gut. So mit den Autos. Und den Chernobogs mit diesem Güterbahnhof, das passt als Setting einfach zusammen. Dazu noch das Gunship. Das sorgt schon für eine gewisse Atmosphäre. Das ist cool. Nur leider spielt es sich nicht ansatzweise so gut, wie es atmosphärisch eben wirkt. Und das finde ich schade. Gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, was man hier jetzt wirklich noch groß anders machen kann. Sonst ist die Map wieder überfrachtet und alles. Das ist nicht die Lösung. Und der Typ hat auf jeden Fall einen guten Schutzengel. Definitiv. Der Typ hat ihn nicht. Wie dem auch sei, nachdem weder die erste noch die zweite Map wirklich spielspaßtechnisch mich überzeugen konnte, haben wir uns entschieden, dass wir zum Abschluss noch ein paar Runden Mansions spielen, um wenigstens noch irgendwas zu machen, das sich quasi traditionell bewiesen hat. Das hier war der synchronste Sniper-Kill ever. Das waren zwei Schüsse von mir und einem Teammate. Die waren so zeitgleich, man hört nur einen von den beiden. Ist echt krass. Naja. Mansions war wieder ein Fest des One-Shot-Bugs. Wer hätte es gedacht? Man hat einfach in GTA keine Ruhe vor diesem ganzen Scheiß. Seht es euch an. Es sieht aus wie ein Hack. Wie Explosniper oder so. Nur noch extremer, weil man halt absolut one-hitted. Und das passiert so oft. Wir haben nicht mal viele Runden gespielt. Es passiert immer wieder. Es ist quasi schon der Konter gegen die Helikopter in Mansions. Man One-Shot-buggt sie einfach weg. Das ist doch nicht mehr schön. Warum macht Rockstar dagegen nichts? Weil es ihnen scheißegal ist. Dieses Thema hatten wir auch schon so oft. Und ich muss es immer wieder zeigen, weil es mich immer wieder aufs Neue triggert. Aber eine schöne Runde in Mansions gab's. Quasi ein Rekord für einen der schnellsten Teamwipes in Mansions ever. Diese Runde. Die hat mir Spaß gemacht. Das war auch quasi die einzige Sache beim ganzen Event, die mir wirklich Spaß gemacht hat. Soweit ist es jetzt schon mit GTA. Ich habe nicht mal mehr Spaß an meinen eigenen Community-Events. Traurig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.